Guten Tag, liebe Skyrim-Freunde, und damit begrüße ich euch zum, oh Gott, neuen Skyrim-Part. Und jetzt kommt hier gerade irgendein Typ auf mich zu, wieder so ein Fürst. Diese Scheißdinger sind ja immer ein bisschen unsympathisch. Schon wieder am Rumschreien ohne Ende. So, wir machen natürlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Was ist denn hier? Ich habe jetzt die Helligkeit nochmal ein wenig hochgeschraubt. Ich hoffe, dass man das sieht. Da ja doch einige meinten, dass das wirklich extrem dunkel ist hier unten. Und dann dachte ich mir, alles klar, schraubst die Helligkeit noch ein bisschen hoch. Sieht denn zwar bei dir einfach nicht mehr so gut aus, aber das ist ja relativ. Ich weiß ja, wie toll das Spiel ist. Aber jetzt haben wir das erste von drei Gefäßen gesammelt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo finden wir das nächste? Trotzdem habe ich mich hier jetzt ein bisschen von diesem Licht verwöhnen lassen. Weil das Licht einfach so dermaßen geil hell ist, dass ich es doch jetzt ein bisschen häufiger einsetzen werde. Das erste Gefäß haben wir. Wo ist denn jetzt das nächste? Komm, zeig mir doch hier mal bitte was an. Ah, alles klar. Hier vorne scheint es gleich irgendwie links zu gehen. Hier. Jetzt natürlich... Nein, 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 nein. Okay, gut, Glück. Jetzt natürlich die Frage, wie zum Teufel kommen wir da hin? Ich folge jetzt einfach mal den, ja, Pfad. Und waren wir hier schon mal? Nein. Oh, falsche Idee. Zack. Und immer rauf auf den Lachs. So, der hat keine Chance. Hier kommt letzter Schlag. Auch tot, dort ist auch noch einer. Also die legen jetzt langsam mittlerweile echt drauf an. Es wird langsam hier schon einiges kritischer. Regeneration nehme ich mit. Ich lasse mir jetzt noch kurz Zeit. Sehe jetzt keinen Grund, mich zu beeilen. Mache hier nochmal kurz ein bisschen Licht. Aber sonst sehe ich hier gerade auch nichts Dolles. Und jetzt. Uch. Hat irgendwie nichts gebracht. Und komm her, Mensch, Meister. Das ging nochmal nach hinten los. Sehr schön. Den haben wir jetzt auch nochmal ohne Probleme ausgeschaltet. Wie sieht es mit ihm aus? Was ist das? Kupferdiadem mit Inox. Onyx, meine ich. Sehr schön. Einfach liegen lassen. Hier unten. Ja, tobt auch nichts Tolles mehr rum. Aktiviere hier jetzt trotzdem nochmal das Licht erneut. Ich denke mal, davon kann man hier in der dunklen Höhle nicht mehr als genug haben. Der Käfig geht nicht auf. Hier geht es weiter und hier geht es auch nochmal rein. Was ist hier? Sind wir jetzt auf dieser einen kleinen Seite, wo man durchgucken konnte? Ah, ein Griff. Mensch, wo führt ihr uns nur hin? Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt mal gespannt. Ah, hier, in diesen kleinen Zwischenraum. Weil ich höre gerade irgendwelche Sachen abbröckeln. Das klingt ganz, 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 ganz eigenartig. Jetzt wäre hier... Ach, das ist das Alchemielabor, Mensch. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja, alles klar, gut. Sagen wir mal... Die Geräusche, die das Ding macht, sind mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Das ist mir jetzt total neu. Ich habe das noch nie so blubbern, brodeln gehört oder sonst irgendetwas. Und hier wieder. Heller geht's doch gar nicht. 1A. So einmal kurz die Sprintfunktion eingesetzt, durchs nächste Tor gegangen. Jetzt kommen wir in die Katakomben. Ich bin auch schon wieder Level Up 41, aber irgendwie... Ich habe, glaube ich, auch noch mega viele Punkte, die ich irgendwie investieren kann. Ja, noch 5. Alter Falter. Nicht schlecht. Ich bin da immer so unentschlossen. Oder nee, mir fehlt noch ein ganz kleines bisschen mit Stufe 41. Ich bin da immer so unentschlossen, was ich investieren möchte. Lieber warte ich ein wenig. Schalte dafür mehr frei. Und hier steht eine Truhe in der Luft. Ist das ein Bug? Seelenstein. Das ist mir jetzt hier gerade ein bisschen... Ah nein, Spinnen. Oh, zum Glück kam die nicht von der Decke. Die Spinne fällt runter. Ja. Was ist denn das?
Also ich will jetzt nicht unbedingt speichern, weil ich das jetzt gerade als Fehler ansehe. Aber das ist mir gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen zu blöd. Ich speichere hier einmal vor, so dass er das jetzt noch einmal neu laden muss. Weil den Fehler kann ich mir so nicht als richtig vorstellen. Das ist dann doch schon ein bisschen eigenartig. Aber er bleibt, ja, bestehen. Was soll man machen? Hier ist nichts. Also ich werde jetzt definitiv nicht runtergehen. Das ist klar. Ich höre schon wieder irgendwelche Geräusche. Aber das ist doch ziemlich, ziemlich eigenartig. Schade. Naja. Weil ich glaube, hier wäre jetzt bestimmt so eine Plattform gewesen, weil hier oben drauf auch so eine Falltür ist. Aber ja, was soll man machen? Was nicht geht, geht halt nicht. So, euch erkenne ich ja mittlerweile. Scheiß Drecksviecher. Boah, wo kommt er denn hergelaufen? So. Tut mir leid, mein Skyrim hatte sich gerade irgendwie verabschiedet. Jetzt ist hier alles normal. Hey, wo kommt... Oh, wird mir schon wieder richtig eklig. Wo kommen die denn auf einmal her? Da ist ja noch eine. Oder ist das dieselbe? Boah, ist aber ganz schön groß. Scheiß Drecksvieh. Boah. Boah. Ja, also... Ja, dann hat sich wahrscheinlich... deswegen auch Skyrim verabschiedet. Wegen diesem Fehler. Aber jetzt blicke ich hier gerade auch ein wenig durch. Oh, die Leiche fällt aus den Spinnenweben. Okay, eine kleine Spinne ist hier nicht mehr. Dann ist die große nämlich durchgefallen. Die Truhe hatten wir folglich ja eigentlich schon geöffnet. Ja, sie ist leer. Das wurde gespeichert. Dann gehen wir jetzt einfach geradeaus weiter durch. Jetzt speichere ich hier nochmal. Ach, ich wundere mich da jetzt nicht drüber. Kette öffnen. Hä? Ach Quatsch, wie bin ich denn eben gerade hier durchgekommen? Das war doch einfach offen. Also ich... Das ist eigenartig, ganz, ganz eigenartig. Hier öffnet sich nichts. Die hatte nichts bei sich, außer ihr komisches eigenes Gift. Das Skelett... Knochenmehl, Gold. Missverstehe ich hier jetzt irgendetwas? Ich höre gar nichts aufgehen. Nicht mal irgendwie hinter uns oder sonst irgendetwas. Das ist ehrlich gesagt ein wenig komisch. Es passiert überhaupt nichts. Was war das? Was ist hier? Auch gar nichts, außer halt Spinnenweben. Hier ist uns doch irgendwas entgegengefallen. Das kann man leider nicht anklicken. Hier hat sich nichts geöffnet. Nee. Komisch. Verstehe ich gerade irgendwie nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich hier eben gerade noch durchgehen konnte. Vor nicht mal... Ja, halt vor einem anderen Spielstand. Die Skelette kann ich nicht anklicken. Die haben mir auch nichts liegen. Er auch nicht. Ich höre nur eigenartige und komplett... Ja, gekoscherte Worte. Aber diese Kette bewirkt nicht. Ist das jetzt ein Bug oder ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Also ich muss da passen. Ich verstehe das auf jeden Fall nicht. Das kann ich sagen. Komisch, komisch. Sehr, sehr komisch sogar. Gehe ich hier nochmal kurz zurück. Und nochmal tut es mir leid. Skyrim hat sich jetzt erneut verabschiedet. Also langsam ist es echt ein wenig komisch. Also jetzt hat sich das Spiel häufiger in den letzten 10 Minuten verabschiedet als jemals zuvor. Aber die Tür geht nicht auf. Ich weiß es. Ich habe gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Bäh. Sieht aber auch ganz schön eklig aus, wenn man sich die jetzt hier nochmal genauer anguckt. Da oben sind die Augen. Bäh. Naja. Nee, ich muss passen. Also das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich... keine Ahnung habe, was ich hier jetzt in Skyrim machen soll.
Und dann würde ich einfach mal grob behaupten, wenn das... So, und Skyrim hat es sich wieder von mir verabschiedet. Also ich will jetzt einfach mal grob behaupten, irgendetwas stimmt hier nicht. Jetzt bin ich endlich mal rausgekommen, was gerade auch 3-4 Mal nicht funktionierte. Ja, gehe ich jetzt nochmal rein, guck jetzt, wie es da aussieht. Weil das... Nee, das kann es ja irgendwo nicht sein. Jetzt ist hier wieder der Bug. Also, liebe Skyrim, irgendetwas stimmt hier nicht. Definitiv. Hier ist nichts, überhaupt nichts. Doch, da ist so eine scheiß Spinne. Aber die interessiert mich nicht. Die Tür ist jetzt weg. Den Typen kann ich hauen. Also ich probiere jetzt einfach mal weiter durchzugehen. Vielleicht funktioniert es hier jetzt. Aber ich bin ehrlich. So, Mensch, das kann doch nicht sein. Jetzt ist hier Skyrim schon wieder abgeschmiert. Da muss ich mich jetzt unweigerlich leider von euch verabschieden. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe keine neuen Mods installiert oder sonst irgendetwas. Ich werde auf jeden Fall nochmal komplett aus der Höhle rausgehen und dann im nächsten Part nochmal neu reingehen und dann nochmal probieren, die Aufnahme zu starten. Tut mir leid, dass es hier so blöd gelaufen ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm für euch ist, dass ihr wenigstens einen kleinen Teil von der Höhle neu entdecken konntet. Also, somit verabschiede ich mich von euch. Leider nicht im guten Sinne, aber bis zum nächsten Mal. Euer Hahn.